Moin, Leute. So, nachdem sich der Schießsack jetzt als völlige Pleite herausgestellt hat, versuche ich jetzt Folgendes. Und zwar habe ich mir einen Karton geholt. Ja, und diese Hohlräume werden jetzt dann mit Plastik gefüllt. Wenn es fertig ist, gibt es nochmal ein kurzes Video. Und Schusstest folgt. Dann auch, ja, hier vorne habe ich nochmal Platten reingesteckt zum Verstärken, da kommen noch so zwei Stück rein. Und dann erstmal als Not wird es gehen. Ja. Warum der Schusssack nicht mehr geht, das könnt ihr hier sehen. Das ist mir gestern, okay, könnt ihr nicht sehen, Moment, entschuldigt. So, das ist mir gestern passiert. Ja, der ist hinüber. Ja, da kommt das ganze Zeugs raus. Ich habe mir auch schon rumgedreht. Ja, genau dasselbe. Wutz und Feierabend. Von wegen reißfeste Säcke. Also Leute, ganz ehrlich, ja, guckt es euch an. So, das habe ich gestern benutzt hier für Coffee Cup Training. Ja. Zwei Stück habe ich im Sack versenkt. Die habe ich komplett da reingeschossen. Also das ist Öl. Das tat keinen Taug. Kauft euch ein anständiges Ziel. Für zu Hause zum Trainieren von mir ist auch ein Pappkarton. Aber das Zeug hier, das hält überhaupt nicht. Mit Stoff habe ich es auch schon probiert. Also das ist alles Schrott. Ich werde mir jetzt ein anständiges Ziel bei Henry Botny kaufen. Bisschen sparen. Und dann werde ich mir da was Anständiges holen. Das mit dem Karton zeige ich euch dann später, wie versprochen, dann werden wir sehen. Alles klar. Bis dann.